Ja. Das werden wir hoffentlich auch bald haben. Huch. Ich glaube, ich habe mich gerade etwas weinerlich angehört, warum auch immer. So. Was gibt es denn hier sonst noch Schönes? Fliegende Adler gehe ich noch nicht. Ich gehe mal zu Sadie. Ach, Sadie. Sadie Adler. Warum habe ich Sally Adler im Kopf? So glücklicherweise habe ich jetzt. Glücklicherweise habe ich nicht. Hier Polly Adler im Kopf. Das kam. Polly Adler war, glaube ich, Thief, oder? Ich glaube, das war Polly Adler bei Thief. Geht ihr bitte zur Seite? Wer, wo, wie? In Dover Hill. Aber erstmal. So. Damit alle Kerne wieder aufgefüllt sind. Das ist mir wichtig. Habe ich Sally und nicht Sadie? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich habe nämlich vor kurzem wieder Dingens hier geguckt. Das Let's Play von Rails at Sea, also Bioshock Rails at Sea. Egal. Ja, ich höre schon auf. Ich möchte halt nur diese Stille fühlen, während ich rumlaufe, weil es ist. Es ist nicht wirklich interessant. Ich hätte gerne ein Radio, wo ich einfach nur die Musik hören könnte, die nicht irgendwie GEMA-basiert ist. Aber naja, wir sind Anfang 20. Jahrhunderts. Das Auto ist noch in naher, liegt noch in ferner Zukunft. Ich glaube 1970? Nee. Oder doch? Nee. Bäume liegen. Wann war. Oh, ein Bundesbanküberfallmission ist hier verfügbar. Schön. Immer wieder dieser Punkt. Ich finde es immer wieder witzig. Ah, mit, So it's a Citibank, Arthur, and then we're off. It's what you wanted. It's what we need. If we can manage it. Citibanks are hot. But we got a lot of guns. You think we can do it? I hope so. I really do. Ja, ich hoffe es auch. Well, Arthur. Und ich möchte auch gerne diese magische Kraft haben, dass die Sachen, die ich im Kopf, die ich, ach, Kopf, die ich in der Hand habe, auf einmal verschwinden. So, eine Bank überfallen. You busy? No, why? Fella sold me these plans. Oh, what do you gotta ask him for, Charles? Me? He's just gonna make a big drama out of it, you know he will. Drama out of what? Only the easiest little bank score ever got taken. Well, I don't like robbing banks now. You like complaining and whining. We never robbed that bank in Rhodes. Arthur's good. He's the best man we got. And this is easy. But he complains a lot. What is it? Turns out there's a big weakness in the building. They replaced a window to improve security. But the bricks are real weak. So? The vault right behind. The fellow sold me the plans, told me all about it. It's an open secret in town, due to be fixed any day, apparently. And we got enough explosives? I don't think so. Well then, what are we waiting for? Come on! Well, just no wine in there, Arthur Morgan. Oh, shut up. I'll make you wine. Oh, give me this. Oh. Sagen wir so bei Uncle. Ich hoffe mal, dass. Aber das kommt ja von Charles, der Plan. Also. Da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, weil Charles ist eigentlich
Auch ein sehr guter Mann. Und bei Uncle, naja, wir wissen ja, was in der Vergangenheit passiert ist. And you try not to kill half the town over some imaginary goal. He has a point there. Das war aber nicht nur ich, der das eingebildet hat. Das war auch Touch und das war auch Jose. Also man muss auch schon das Gesamtbild anschauen. Slow it down. Probably best we approach the bank from the back. Don't need nobody recognizing us. I agree. It's this way. Bevor wir in die Stadt gehen, etwas ausrauben, gehen wir erstmal hier in den Raum was aus, okay? Wie du sagst, ich folge dir auf Schritt und Tritt. There's the bank. Just there. I see it. Yeah. This way. Let's rest here till dark. This is my kind of bank robbery. It's time. Let's go. All right. Wake up, beautiful. What, already? Yes, come on. All right. Let's see what's going on. That boy over there, he's a guard for sure. I'll go deal with him. Silently, please. Of course. Schalte leise die Wache aus. Kehre zu Charles und Uncle zurück. All clear. Good work, Arthur. Follow me. Oh ja, die sieht wirklich aus. Grab that spool, Arthur. Unspool that wire to about 30 feet away. Sure. Thanks. This won't take long. Hinter dem... Oh ja. Ich wage zu bezweifeln, dass es passt. Aber naja. Okay. I think we're all good. Ready when you are. Scheiß drauf. Push the stick, Arthur. Let it. Boom! So. Auf damit! Wir wollen das Geld. So. Ja. Zack, 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 schnell, schnell, schnell. Hallo?
Muss ich gerade sagen, was ein schlechter Rankover, wer bist du denn? So, auf mit dem Scheiß, wir müssen noch was. Was machst du da? Let's go, gentlemen, quick! Coming, let's go. Ja, jetzt. So, schnell weg hier. $20, ja, okay. Kann man nicht sagen. So. Anstatt sie sofort aufzuteilen, nein, man bleibt zusammen. Warum? Ich bin jetzt schon dreimal gesplittet. Ist um einiges sicherer. Ach, Braithwaite Mansion, wo wir auch schon mal waren. Oder zumindest, war das eine Aufnahme? Ich glaube schon. Alright. Looks like the coast is clear. Let's keep riding. Head for camp. Make sure there's no one tailing us. Trefft euch außerhalb von Shady Bear. That's why we don't bring you the lack of experience. So, wir müssen da richtig reiten, sonst kommen wir nie an. So. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Außer am Anfang, dass Anker so lange gebraucht hat, um auf sein Pferd aufzusteigen. Der alte Sack. Vor allem, nennen wir einfach mal den Ältesten bei uns Onkel. Anstatt einen Grandpa zu nennen. Oder Grand. Oder einfach nur Grand. Also groß. Naja. Weil wir werden ja auch von Jack Uncle Arthur, also Onkel Arthur genannt. Naja. Ich verstehe, wer will. Okay, I think. Here, and thank you, boys. That was fun. Now, don't forget to give the camp its share, Uncle. Oh, as if I would. As if. Now, split up, both of you. Let's get moving. Gesamtbeute nur 6. Was? Trophäe erhalten. Freunde mit gewissen Vorzügen wahrscheinlich. Mist, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie viel wir bekommen haben. Egal. Neblig. Hard, boy. Whoa.
Black Beauty. Ich weiß nicht, ob es... Ah! This is about my only vice these days. Not your only vice. Good morning, Arthur. It was good working with you, Mr. Strauss. Yes, well, I suppose it worked out in the end. Yeah, we did good. Anyway, I won't disturb you. Okay, Mr. Morgan. Gut. Sadie, was gibt's denn Schönes? Außer dich. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I... Well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yeah, perhaps. Now, das ist fies. The trolley bus station. Ah, genau. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? Uh-oh. Is this... Look, there in the tree line. Everybody take cover! Uh-oh. Ja, lauf! Ich sehe nichts. Ja, ist das. So. Everyone but Kieran! Just get down and try and hold them off! Toll, dass du mit dem Weg stehst, echt. Super Schütze. Driscoll's? That's Mrs. Adler. She's still out there. Cover me. Okay. Who's this lady here?
Dutch always had a fondness for women. This is Adler! Whoa. Respect. Why didn't you get inside? And miss all this? Come on, Arthur. Ah, ich finde die geil. Go back. We need you in the house, Mrs. Adler. Oh no, they don't. Steht vor mir. Wow. Wie viel haben die denn noch? 50.000 Gegner später. Hallo? Was? Oh, Scheiße. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, die haben sich gerade zurückgezogen. Bam, ist... Ich muss mir auf meine Gesundheit achten. Ich war gerade so im Blutrausch. Oh. Ja, sag ich doch, wir waren kurz davor. We okay? I think so. Except for Kieran here. Ach, Kieran war das. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate me. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Ja, die Liebe. Reiter Apokalypsen. Falls ihr euch dann noch daran erinnert, Sadie Adler ist ja die nette Dame, die ganz am Anfang, wo wir beim Haus Hallo gesagt haben und die Leute auch umgebracht haben, war das die Frau, die noch übrig geblieben ist, dessen Mann von den anderen Leuten umgebracht wurde. Another morning. You okay? I will be. I always had a soft spot for that, Kieran. I know you did. I'm sorry. Okay, I'll catch you later then. All right. Hello? You're in a good mood. Just happy to have the boy back safe. He
nobody ever gonna take him again. I swear. Ach, Onkel Pat mal wieder auf dem Boden, was Neues. Gibt es denn jetzt was Neues? Oben wahrscheinlich nicht. Molly ist auch nicht hier, schade. So. Nein, leider nicht. Mann, ich möchte mehr ausbauen. Nee. Ich möchte mal kurz gucken bei meiner Kleidung, dass ich eventuell meine Kleidung mal wechsle. Was habe ich denn? Outfits. Nee, ich guck mal was anderes. Muss auch mal sein. Ich möchte überhaupt keinen Hut. So. Mäntel brauchen wir eigentlich nicht. Warm, ein wenig warm, ein wenig warm. Westen. Opulent. Oberteil. Hosen. Jeans. Ja, die sehen so alt und abgegriffen aus. Alltagshosen. Schicke Hosen. Ranchhosen. Ich glaube, ich nehme die. Die sieht ganz gut aus. Hosenträger. Ja. Feinschützer. Brauche ich nicht. Stiefel. Ja. Die sehen schön aus, oder? Habe ich die auch in... Ne, die habe ich nicht in Rot. Ach komm, ein bisschen schicker muss es auch sein. Sagt er und guckt trotzdem weiter. Ja. Sporen gehen an diesem Schuh natürlich nicht. Halstücher. Ja. Ich möchte noch nichts. Hä? Krawattentuch. Dach nehme ich das. So, Handschuhe. Was ist der Unterschied zwischen... Gar nicht, oder? Ach komm. Nehme ich die trotzdem mal. Waffenausrüstung. Waffengürtel. Kunst, Arthur, neue Preise, verbessert. Ach, nehmen wir den. Hauptholster. Ach, da.
Ach, nehmen wir den. Zweites Holster ist vorne. Meistersäge sieht einfach am geilsten aus, finde ich. Das sieht halt so, na, Kräuterkundlermäßig aus. Und das ist auch nicht wirklich so mein Fall, finde ich. Nee, das sieht auch scheiße aus. Nee, dann lasse ich das. Patronengürtel. Hallo? Das ist egal. Okay. Sehe ich eh nicht. War es schon das letzte? Nö. Taschen. Haben wir für Zutaten. Selbstgekochter gekauft. Tonika. Talismane. Das geht nicht. Okay. Ah. Sieht mal ein bisschen adretter aus. Finde ich schön. Man soll ja mit Stil durch die Welt laufen können. Auch als Outlaw. You doing all right, Abigail? I still can't believe that happened to Karen. Yeah, bad business, all right. All right, well, I should be getting on. I guess. Ist es immer noch? Ja, Javier ist Guella. Mit dem spreche ich besser nicht. So. Oh. Ja, endlich. Endlich, das wollte ich unbedingt wieder machen. Ich halte hier hin. Und dann geht er erstmal zu Jimboy Calloway. Das möchte ich unbedingt mal zu Ende machen. You okay, Miss Grimshaw? Oh, O'Driscoll's, Pinkerton, is there anybody who doesn't know where we are at this point? I don't know what to tell you. Okay, well, let's talk more later. As if it matters. Jenny, Mac, Davy, folks always die, Karen. You and me will die. Trick is to enjoy it while you're alive. That's the trick of it. Well, I haven't mastered that bit. You? You have more fun than anyone. Do I? Ja, das tust du. Oh, ich möchte mir jetzt ganz gelabert nicht anhören. Ist es ein Jagdding wieder? Come here, Arthur. Eine Kutsche war. Fallen. Ach komm. What do you want? Always full of sunshine, ain't you? Old misery guts Morgan. What do you want, Micah? Hmm. Well, I want a friend, Arthur. I want hope. I want tomorrow to mean more than today. I want this whole damn shit show to have some kind of meaning I haven't understood. But I ain't holding my breath. Yeah, I wouldn't. So, instead of that, how about you and me go and redistribute some property? Redistribute? Yep. From the Bowles Overland Stagecoach Company into our pockets. And you'll fight this time? I always fight. No, you always talk. But with coaches, guns are more significant than words. Oh, I'm fine with both, friend. Yeah. Come on, then. You think we need an extra gun? Probably a good idea. Bill, come on. What are we doing? Coach, stick up. Well, excellent. I'm in. Micah and Bill? This is a death sentence. There's a good spot where we can hit it as it comes over the river into the swamps north of here. You got an actual plan this time? I got 3 sticks of dynamite, I got 2 pistols, I got you and Bill. That count as a plan? Not really. Well, let's go. I'm joking. So,
Who told you about this? Please tell me it wasn't an O'Driscoll this time. Nope, a man on the inside at Bowles Overland. You can keep your funny little station friend in Rhodes. I go right to the source. Why did he tell Willst du dich verarschen? Entschuldigung. Warum stehen hier... Vor allem, so normales Fett ist viel größer als mein Araber. Logisch. Charm, Bill. Not something you can learn, I regret to inform you. Very true. You're proof of that. Amusing. Charm. And a little money. Right. Which I recovered the next day when he met with a tragic boating accident. See, I don't like leaving trails, unlike the rest of you. What do you mean by that? We keep leading trouble right to us. We're carrying too much dead weight. We need to be leaner so we can move faster, quieter. I prefer a tight crew, just 5 or 6 strong gunmen. Well, nobody's stopping you. There's a whole world out there. Go find the strong men you want and lead. Hey, I like you boys. And with the price on our heads, we are wedded in this chaos for better or for worse at this point. It would be a coward's move to bail on Dutch now. Not like John did. Heard about him disappearing on you fellas. For a year, wasn't it? Something like that. I don't trust it. I've been talking to Dutch. Feels to me like he's turned, challenging every move Dutch makes. I know you have your doubts about him too, Morgan. I got no doubts about John. I've known him 15 years. Well, if we really are gonna escape somewhere like me and Dutch have been talking about, let's cut across here, it'll be quicker. We're gonna need to cut some loose. What Dutch says, the coffers are looking pretty good again. We could almost leave now if we chopped half the dead wood. We ain't doing that. I mean, why the hell do we need a gaggle of girls who won't even fuck you if you put a gun to their head? I'm sure you've tried. Is it too much to ask, considering they get a piece of every damn dollar I bring in? Everyone does their share. I don't see you lifting a finger around camp. Swanson does his share. Molly, come on. That's different. See, this is what I mean. I've always liked Abigail, though. That's my kind of girl. But strong. Well, I don't get the sense the feeling is mutual. Okay, here we are. Ich befürchte, dass Abigail und John dann ein großes Problem mit haben. Shit. I'll set them in the road over here so we can blow it as it comes over the bridge. Got some good cover over here. You hide behind this tree to my left, Morgan. Williamson, you take the other side. Be out of sight. We don't. True. So. Spook 'em. Come. You gonna shoot the charges, Morgan? About time you did something. Yo, what the hell did you do that for? Ja. Ich hab zu spät gelesen, dass das stand nachdem die Kutsche drüber gefahren ist. Nee. Arsch.
I'm joking, Bill. Stagecoach. Okay, so wird Coach geschrieben. Gut, Entschuldigung. Alright. Best we get out of here. We'll split that up later. I trust you, cowpoke. Go on. I'll see you back in camp. 305, okay. $55, ja, kann man nicht sagen. An einem Tag, oh, am einen, ah, okay. Das ist das Problem gewesen, okay. Jetzt verstehe ich's.